Ein Pirat weitermacht, zwei ein Kinderschnitzel mit Kroketten. Normal sind die auf Langeoog nicht. Ich habe ja hier ein eingeschworenes Team voller positiv Verrückter. Sie schuften sich durch die Hochsaison. Alles nebenher, Zeit ist Geld. Weil sie genau hier leben wollen. Wir haben ja auch die schönste Insel überhaupt. Wer hat das schon? So. Ne? Viele Straßen gibt's auf Langeoog nicht. Die wichtigste führt an den Hafen. Von dem mittleren Steinboot kannst du auch noch welche haben? Ja, das ist gut. Die können wir uns ja teilen. Ja, die sind für zwei Personen nehmen. Ja. Das ist immer super. Fischhändler Sven Klette und Gastronom Michael Rechtenwald fahren zum Einkaufen an die Pier. Die Inselbahn und Elektrokarren, das sind hier die Transportmittel für die schwere Last. Sie müssen pünktlich an der Hafenkante sein. Der Kutter läuft gleich ein. So, das haben wir. Wunderbar. Wollen wir mal schauen, was für Fische uns heute erwarten. Mal gucken, was er mit hat. Moin, Hannes. Moin. Bei Sven und Michael ist es wie bei vielen Langeoogern. Sie sind unverhohlene Lokalpatrioten. Was ein Tag wieder, wa? Wahnsinn, ne? Das haben auch nur wir, ne? Dieses Wetter. Du, auf Baltrum und auf... Guck mal hier, Spiekeroog. Im Dunst verschwunden. Ja, Baltrum, ja, ja. Können wir... Da regnet wahrscheinlich auf Baltrum. Baltrum kannst du gar nicht, ja, sehen. Ja, genau. Sie haben hier ihre eigene Sicht auf die Dinge. Und auch der Fischhandel funktioniert auf Langeoog etwas anders. Ja, guck, da ist er. Ja, da kommen wir ja. Ich bin der Großmarkt und das sind meine Großkunden. Genau. So läuft das. So läuft, ja, und genau. Auch der Großmarkt muss ja irgendwo seine Fische herkriegen. Der geht als Importeur an den Produzenten, das ist Christian. Du hast das hier im Kleinen, Welt im Kleinen erklärt. In den Sommermonaten legt etwa einmal pro Woche der Fischkutter Orion auf Langeoog an. Moin. Moin. Gute Reise gehabt. Und der Langeooger Fischhändler kauft fangfrische Ware, um viele hungrige Touristen mit Meerestieren aus heimischen Gewässern zu versorgen. Fisch, der wirklich frisch aus der Nordsee kommt, das ist sonst nur selten zu bekommen. Seezunge 1 habe ich vor euch. Sehr schön. Schöne große Steinbutz. Oh ja, die sind toll. Die nimmst du, die Steinbutz? Ich nehme die großen Steinbutz, ja, die große Seezunge auch. Ja, okay. Und die Hummer. Ich habe noch zweite Sorte Seezunge. Christian Jansen ist einer der letzten kleinen Fischer, der sich nicht auf eine Sorte Fisch oder den reinen Krabbenfang spezialisiert hat. Große Mengen kann er nicht liefern. Dafür fischt er nachhaltig. Auf Langeoog wird seine Ware wertgeschätzt. Die sind ja noch ganz frisch, da ist ja noch keine Leichenstarre in dem Fisch drin. Also er in frischer, einer Stunde frischer, ist er vielleicht wie ein Brett. Frischer geht's nicht. Der ist jetzt vielleicht vor 4 Stunden aus dem Wasser gekommen. Genau. Also eine bessere Qualität kann keiner kriegen. Wenn du so einen Fisch hast, den musst du ja nehmen. Ne? Und die Leute fragen ja schon dauernd, wann hast du wieder Hummer, wann hast du wieder großen Steinbutt. Und das Schöne ist ja, dass ich immer sagen kann, weiß ich nicht, wenn er was fängt. Auf Langeoog gibt's viele Gastronomen. Aber Michael Rechtenwald führt das einzige Bio-Restaurant der Insel. Zunge 2, 8 Kilo. Ah, da kommen die schönen Steinbutts, wa? Ja. Guck, der hat jetzt schon Leichenstarre. Fangen die das? Das heißt, der ist jetzt schon vielleicht 2 Stunden tot oder so. Ne? Ja, wenn die irgendwann, ne, wenn die noch so wabbelig, das ist nur ganz kurz. Das sind ja nur 9 Kilo. Ist nicht wie bei einer Kuh oder sowas. Nach einer halben Stunde ist das dann wieder vorbei, ne? Aber dann weißt du, das ist wirklich frisch, ne? No. Es herrscht Hochsaison und keiner hat Zeit. Gut. Dann los. Ah. Oh, die Tür knallt so, Mensch. Das ist kein Panzer. Ja. Ihr Fisch muss verarbeitet werden. Und jede Menge Touristen wollen gut verpflegt sein. Groß ist die ostfriesische Insel Langeoog mit knapp 20 Quadratkilometern nicht. Aber vielleicht besonders vielfältig. 14 Kilometer lang ist der Strand mit einer großen, vorgelagerten Sandbank. Der alte Wasserturm prägt das Panorama der Insel. Er wurde 1909 gebaut, weil mit dem aufkommenden Badetourismus Anfang des 20. Jahrhunderts die Wasserversorgung der Insel ausgebaut werden musste. Mittlerweile ist er aber außer Betrieb und dient als Museum. Langeoog gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Große Teile der Insel stehen unter Naturschutz.
Der Schloppsee bietet Vögeln Nahrung und Rückzugsräume. Eine Kolonie Löffler brütet auf Langeoog. Mit ihrem langen Schnabel suchen die Vögel im seichten Wasser nach Nahrung. Die Hochlandrinder dienen als Landschaftspfleger im Nationalpark. Viele von ihnen landen übrigens bei Biogastronom Michael Rechtenwald in der Pfanne. Aber vorher dürfen die Kälber im Herdenverband bei ihrer Mutter groß werden. Von der über 20 Meter hohen Melkhorndüne hat man den besten Blick in Richtung Dorf. Etwa 1800 Menschen leben fest das ganze Jahr über auf Langeoog. Hinterm Bahnhof liegt Sven Klettes Fischgeschäft. Hier noch die Lütchen. Babysteinbutz. Sven und Michael müssen ihre Ware sortieren. Das ist auch noch so ein Plattfisch hier aus der Nordsee. Stellen wir da mit drauf. Rugenbutt oder Flunder ist das hier. Falsch rum. Ne? Die heißen rauer Butt, weil die hier so eine raue. Rugenbutt heißt rauer Butt, also so. Flundern sind das. Ja. Michael hat vom Fischer eine Tüte mit Herzmuscheln bekommen. Die sind zum Privatgebrauch und werden vor Ort schon mal verkostet. Kriegst du sie raus? Für Michael ist das jetzt Frühstück und ein besonderer Genuss. Total. Und meine Frau ist nicht da, du, das ist scheiße. Das ist jetzt erklärungsbedürftig. Man sagt ja, das wäre aphrodisierend. Sagt man, aber das stimmt. Genau. Ist so, neben die Post von der Sparkasse. Tschüss! Michael bekommt seinen Fisch später. Jetzt muss er in sein Restaurant. Und Sven macht ihm seine Seezungen küchenfertig. Der 61-Jährige hat Tischler gelernt, aber im Winter gab es hier zu wenig Arbeit. Sven wollte um jeden Preis auf seiner Heimatinsel bleiben. Zusammen mit seinem Freund Gerd wagte er sich in die Fischbranche. In der Hochsaison packt auch Svens Frau Sabine mit an. Wenn ich jetzt, ich sag mal, in Oldenburg mein Fischgeschäft hätte, dann könnte ich das ganze Jahr über machen. Hier nicht. Wir fangen mit den Osterferien an und Ende der Herbstferien ist Schicht. Dann machen wir zu. Dann lassen wir uns in ein künstliches Koma versetzen und wir werden an Ostern wieder geweckt, damit wir nicht so viel Geld ausgeben. Das machen unsere Frauen. Siehst ja, darum arbeiten tun ja die Männer und die Frauen haben frei. Nein, alles Quatsch. Ohne die Frauen würde gar nichts gehen. Und das war schon früher so. Das waren schon zu Zeiten, als das mit dem Tourismus überhaupt losging. Da sind die Männer zur See gefahren und die Frau, die haben dann ihr Schlafzimmer vermietet. Ordentlich. Da wurden hier wirklich die Kuhställe, Kühe auf die Weide, Kuhstall sauber, neu gekalkt und da haben die Langeooger drin geschlafen. Und ihre Zimmer wurden vermietet. Und heute übersommert hier zwar keiner mehr im Kuhstall, auch weil es kaum noch Landwirtschaft gibt, aber die Insel lebt mehr denn je vom Tourismus. Langeoog ist tideunabhängig und somit gut zu erreichen. Im Sommer fahren jeden Tag knapp 10 Fähren. Das nutzen auch viele Tagesgäste. Jedes Jahr kommen über 200.000 Besucher auf die Insel. Die Anreise durchs Watt dauert insgesamt eine Stunde. Das Fährticket hin und zurück kostet etwa 25 Euro und gilt auch für die kleine Schmalspurbahn. Mit der geht's vom Anleger quer über die Insel zum Bahnhof. Gut 2,5 Kilometer in 7 Minuten. Und immer wenn ein Zug angekommen ist, wird es für kurze Zeit richtig voll im Dorf. Weil Langeoog ja autofrei ist, leihen sich die meisten Urlauber ein Fahrrad. Rund 20 Verleihe gibt's auf der Insel. Und obwohl hier dieselben Verkehrsregeln gelten wie auf dem Festland, geht es auf der Hauptstraße zuweilen etwas chaotisch zu.
Damit die Verkehrssituation im Dorfzentrum entschärft wird, gibt es hier eine Fußgängerzone. Mittendrin der Fahrradverleih von Peer Agena. Immer wenn gerade ein Schiff angekommen ist, herrscht großer Andrang. Wenn es nur das ist, kommt ihr mal einmal hierher wegen Sattelhöhe. Ja, ich steige auch immer von der rechten Seite auf. Geht das so? Ja, das geht so. Achso, Moment, der Sattel ist nicht gerade. Der Job hat auch eine psychische Komponente. Also manchmal kommen die Gäste ja auch schon, ich sag jetzt mal, gestresst hier an. Ja. Die haben eine lange Anfahrt gehabt, das wissen wir auch. Also die, die jetzt länger bleiben. Und dann schnell noch das Gepäck verladen und dann auf, an Bord und so weiter und so fort. Dann kommen die gestresst hier an. Und manchmal ist es schon so, dass sie nicht so gut drauf sind. Das merken wir und das nehmen wir denen ganz schnell. Viele haben einfach nur Hunger und Durst und merken das gar nicht. Ja, aber das kennen wir schon, das Verhalten kennen wir ja schon lange. Sollen wir noch ein bisschen runter machen? Moment, ich probiere mal, ne? Fahren in der Fußgängerzone. Das ist ja eigentlich streng verboten. Wir haben hier auf der Straße so auf 100 Meter Fahrradfahrverbot. Das ist schon eine Kunst als Fahrradverleiher, dann zu sagen, wenn die Fahrräder vermietet sind, wir haben Fahrradfahrverbot. Aber das ist nur auf so eine kleine Entfernung, damit hier keine Unfälle passieren. Kein Stress. Schönen Dienst noch. Tschüss. Keine Hektik vermeiden, ne? Okay, tschüss. Peer ist gelernter Maurer. Seinen Fahrradverleih hat er seit über 30 Jahren. Der zweite und vielleicht wichtigste Mann hier ist sein Mechaniker Fadil. Fadil, kannst du einmal nach dem E-Bike gucken hier? So, macht's gut, ne? Guck mal, die Lenkung ist so schwer. Ja. Guckst du einmal. Fadil ist schon 15 Jahre bei uns und ist der absolute Profi hier auf der Insel. Der baut das Fahrrad auseinander und auch wieder so zusammen, wie es vorher gewesen ist, ohne dass eine Schraube irgendwie fehlt. Kann Achten rausmachen, alles, der beherrscht einfach alles. Das ist nicht so meins. Darum frage ich ihn auch immer wieder um Rat. Er ist einfach super. Und Fadil ist nicht einzig und allein ein Mitarbeiter, sondern auch schon lange ein guter Freund von mir geworden. Fadil kommt aus dem Kosovo. Er spricht gut Deutsch und wuppt hier jeden Kundenwunsch. Wir entertainen beide. Jeder auf seine Art. Nur bei Fadil steckt noch ein bisschen mehr Fachwissen dahinter einfach. Mittag! Darum habe ich so einen Hunger. Ich habe mich schon gewundert. Und Durst habe ich auch. Fadil, ich hau ab, ne? Tschüss. Ich will noch eben zum Kreppmocker Wäsche hinbringen. Peer wurde hier geboren und wollte nie weg. Er hat schon viele Jobs gemacht. Jetzt führt er zusammen mit seiner Frau mehrere kleine Betriebe. Zum Beispiel den Fahrradverleih und eine Creperie. Er hat mehrere Angestellte und hilft selber überall aus. Oft eher als Handlanger. Ja, man ist den ganzen Tag damit beschäftigt. Ne? Der eine sagt, ich brauche Putzlappen, der andere sagt, ich brauche einen Kanister Öl. Der nächste sagt, ich brauche Wäsche. Ja? Und so bin ich einfach auch ein bisschen Mädchen für alles. Und das mache ich auch gerne, damit alles weitergeht. Moin ihr beiden. Hallo Peer. Ich bringe Wäsche. Sehr gut. Dankeschön. Bitte schön. Und kannst du nach hinten bringen, wenn du willst, ne? Ja, das mache ich. Läuft alles? Kannst du mich sehen mit Sonnenbrille? Peer hatte die Idee für den Crepe-Stand, aber Birgit leitet den Laden für ihn, auch weil dem Chef die Kernkompetenz fehlt. Oh, da geht's schon wieder los. Guck mal. Was bekommst du denn Schönes? Gerne ein Crepe mit Nutella. Ja, sehr gerne. Hast du auch schon mal Crepe gedreht? Sieht so einfach aus, ne? Also ich habe das mal gemacht, ganz am Anfang. Da habe ich auf der Seite gestanden, habe ich das einmal gemacht. Und da habe ich gleich so Löcher reingezogen. Und da hat es mir echt schon gereicht. Ich esse sie lieber. Tja, Peer, Übung macht den Meister. Ja, ja. Sehr schön. Wenn du auf Langhoch was werden willst, dann ist es wichtig, dass du flexibel bist. Dass du alles Mögliche machen kannst. Dass du Ideen hast, dass du dem nachgehst und die auch durchziehst. Es kann auch mal was nicht so gut laufen. Ja, ich habe früher mal eine Glasreinigung gehabt, die lief auch tippitoppi. Ja. Oder ich habe Frühstücksservice gemacht und ich habe schon alles Mögliche gemacht, was auch, ich sage jetzt mal, von Erfolg gekrönt war. Nur jetzt beschränken wir uns auf ein paar wenige Sachen und da sind wir halt den ganzen Tag auch hinterher, dass es läuft. So, ein Crepe mit Nutella. 4 Euro bitte. Dankeschön. Alles klar, mach's gut, tschüss. Bis morgen. Okay.
Im Hochsommer ist man hier am besten aufgehoben, am Strand. Die längste Sandkiste der Welt, so nennen die Langeooger ihren 14 Kilometer langen Sandsaum gerne mal, der natürlich die größte Attraktion der Insel ist. Es gibt hier keine Buhnen und keine Wellenbrecher. Der Strand ist naturbelassen. Und das ist selten so auf einer Nordseeinsel. Für viele Stammgäste ist Langeoog die Insel fürs Leben. Für die Schlagballer zum Beispiel. Sie treffen sich hier seit Generationen jeden Sommer, um die fast vergessene Traditionssportart Schlagball auf der Insel für ein paar Wochen wiederzubeleben. Das sportliche Phänomen am Strand gehört für viele zum Langeoog-Gefühl. Aber nicht alle Gäste frönen dem Ballsport. Die Insel zieht auch viele Pferdefreunde an. Denn auf Langeoog gibt's gleich zwei Reitställe. Der wichtigste Moment am Tag ist das große Pony-Einfangen. So, habt ihr alle? Ja. Jeder hat was? Ja. So, kriegen wir die Ausrittpferde noch mit oder laufen wir ein zweites Mal? Also Unterrittpferde ja, Ausrittpferde nein. Ja, dann holen wir die gleich nochmal. Die Hälfte davon. Ja, dann nehmt mit, was ihr mitkriegt und dann holen wir den Rest gleich hinterher. Dann nehme ich Missy und Strubbel. Buschi ist mit auf der Weide, genau. Dann gehen wir da eben ins Gucken. 30 Pferde, einen Schwarm begeisterter Reitermädchen und drei eigene Kinder. Kerstin Müsch hat im Sommer einiges unter einen Hut zu bringen. So, du wartest hier? Die 38-Jährige führt einen Reiterhof, übrigens nebenberuflich. So, habt ihr? Sie ist Lehrerin an der Inselschule, aber jetzt sind Ferien und bei Kerstin reiten viele kleine Urlauberinnen. Die meisten kommen schon seit mehreren Jahren. Sigi? So, alle rein, ich mache hinter uns zu. Kerstin trägt immer eine große Verantwortung. Viel Logistik. Alle Kinder, alle Ponys heile wieder zurückzukriegen. Nein, das klappt gut. Die Kinder machen das gerne und die kommen wirklich jeden Morgen extra schon hierher, nur um dann die Ponys mit von der Weide zu holen und zu putzen. Und unter Anleitung klappt das auch richtig gut. Ja? Kriegst du das hin alleine? Okay, guck mal, Cisco kommt auch schon und Sigi ist auch schon da. Dann gehe ich noch die anderen holen. Ihr Sohn Jonne hat Glück gehabt. Sein Pony stand weit vorne. Das sind große Weiden, ja. Die stehen halt überall, man sieht ja, die können bis ganz da hinten hin. Mit Unterstand und allem und dann je nachdem, wo sie dann halt gerade sind. Wir haben aber noch größere, da muss man noch ein bisschen weiterlaufen. Sie stecken obendrein mitten in der Heuernte. Weil ihr Mann auf dem Trecker sitzt, bleibt der kleine Ture den ganzen Tag bei Kerstin. Naja, man könnte noch eine Handge mehr gebrauchen. Hallo, morgen. Aber das klappt gut, also die Ponys sind das ja gewohnt und die Kinder machen das auch gut, also eigentlich funktioniert das immer sehr, sehr gut. Wenn man ein paar größere dabei hat, die den Kleinen helfen können, dann ist das eigentlich 1A. Komm, Strubbel, komm. Ihre dickköpfigen Chattys sind die Stars der kleinsten Urlauber. So, komm, ein bisschen fleißiger laufen. Sonst sind wir ja morgen noch nicht da. Angefangen hat alles mal als Hobby, mit zwei eigenen Pferden. Dann kamen immer mehr dazu und Kerstin übernahm zusammen mit ihrem Mann Marc den Pferdehof. Viele ihrer Vierbeiner haben sie nämlich geschenkt bekommen, weil die Tiere auf dem Festland gesundheitliche Probleme mit der Lunge oder der Haut hatten. Hier auf Langeoog werden sie steinalt und gehören zur Familie. Jedes Pferd bekommt hier täglich einen Job zugeteilt. Paula? Könnt ihr mal eben auf der Liste gucken, wer nur Unterricht geht, weil dann stellen wir die hinters Haus. Kerstin kennt ihre Pferde und deren Fähigkeiten genau. Mal eben gucken. Nico geht Longe auf jeden Fall. Brownie glaube ich nicht. Sie hat zwei junge Mitarbeiterinnen, aber den Plan für den Tag macht immer die Chefin.
Das geht. Wir haben ein schönes, gutes Buch, das ist alles strukturiert. Dann wissen wir ganz genau, wann welches Pferd geht. Aber wir müssen sie halt so ein bisschen sortieren vom Anbinden her. Die gehen erst um 11, das heißt, die haben noch Zeit. Dann können die erstmal hier noch in Ruhe ein bisschen stehen. Dann machen wir die gleich fertig und jetzt gleich erstmal die anderen. Dass wir so ein bisschen die alle sortieren, dass nicht alle auf einen Haufen da stehen. Aber das geht. Ist gut geplant. Genau. Studiert hat sie Ozeanographie. Aber die Liebe hat Kirstin nach Langeoog verschlagen. Ihr Mann Marc macht auf den Wiesen im Nationalpark das Heu für die Pferde. Heute wird gewendet. In den nächsten Tagen muss gepresst werden. So, jetzt muss der Papa einmal winken, dass er uns auch sieht. Während der Heuernte herrscht in Kirstins Familie Ausnahmezustand. Hat er nicht gesehen? Und Kirstin bringt ihrem Mann das Mittagessen aufs Feld. Er kommt her. Weil Marc keine Pause machen kann. Super, danke schön, ihr beiden. Und ist gut trocken oder nicht? Oh, es dauert noch ein bisschen, ne? Es trocknet ein bisschen, aber es fehlt noch so ein bisschen. Im Regen heute Morgen? Oh, viel Regen war ja nicht. Es waren ja nur 3 Tropfen. Das hat absolute Priorität. Also da geht nichts anderes sozusagen. Das ist, wenn Heu gemacht werden muss, muss Heu gemacht werden. Dann müssen alle Termine hinten anstehen und dann, wenn das Wetter passt, dann muss es losgehen. Die Landwirtschaft macht Marc nebenbei. Er ist obendrein technischer Leiter bei der Gemeinde. Alles nebenher, Zeit ist Geld. Sie brauchen gutes Heu, um ihre Pferde über den Winter zu bringen. Aber das Wetter ist unbeständig. In bester Lage, direkt hinter den Dünen, liegt das Restaurant Seekrug. Fischhändler Sven Klette hat frische Ware für den Chef. So, denn wir müssen eben gucken, das sind, ob wir da was zusammenkippen, sonst kommen wir nicht auf einmal in den Fahrstuhl rein, ne? Das ist wohl wahr, ja, wir können ja eben gucken. Ja, Sven verkauft den Fisch vom Kutter am liebsten an Michael. Hallo André, schau mal, geil, ne? Ja, sie, weil... Weil sie die gleiche Wellenlänge haben. Das ist ja so das Schöne bei dir, ne? Ja, das läuft Gefälle. Immer ab hier, genau. Das Gefälle. Lass die andere Kiste auch hier. Die kann er dann alle zusammen mitbringen, das Alte. Ja, ich kann, Marco kommt sicher morgen rum und bringt die zurück. Ja. Sie ziehen hier an einem Strang. Das ist, alleine das sind wir nix. Oh, genau. Guck mal, wenn die Gäste hier ankommen, ja, die sehen die Insel ja auch als Ganzes. Das heißt ja nicht, keine Ahnung, der Strand ist schön oder im Seekrug kannst du gut essen, sondern das heißt immer, Langeoog ist schön. Das ist wie wenn du ins Phantasialand gehst. Das ist ein Gesamtprodukt. Ein Gesamtkunstwerk sozusagen, ja? Genau. Hey, mach's gut. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann kriegen wir das nicht auf die Reihe. Nee. Genau. Nur zusammen sind wir stark. Genau. Sven, hau rein. Alles klar. Jo, also, bis demnächst. Möglicherweise nächste Woche. Ich melde mich. Hau rein. Tschüss. Gut. Tschüss. Michaels Restaurant ist biozertifiziert. Die Auflagen sind streng. 3-mal im Jahr werden sie kontrolliert. Ah, super. Nee, roter geht nicht. Nee, das ist gestern Nacht, hat er die gefangen, sagt er. Ich bin da runter und hier ein Kabeljaus dabei. Vorhin hat er noch Leichenstarre gehabt. Mhm. Ne? Vorhin war der noch steif, habe ich euch gezeigt. Jetzt ist es schon vorbei. Das geht ganz schnell beim Fisch. Den brauchst du ja nicht, ne? Sie verarbeiten hier ausschließlich ganze Tiere. Die Speisekarte schreiben sie täglich neu, je nach Warenangebot. Aber das Zeug hier, ne? Hier sitzt noch ordentlich was dran. Das ist so frisch, das ist sozusagen Sushi-Qualität, ne? Und das kannst du einfach so essen. Aber wenn du jetzt Sojasauce drauf machst, hast du Sushi. Das war gar nicht gut filiert, deshalb ist noch so viel an den Geräten, ne? Ich filiere dich gleich. Grundsätzlich wird bei uns sowieso alles verwertet. Beim Fisch wird alles verarbeitet, der Fischrogen wird eingelegt, die Geräten werden Suppen von gekocht. Das ist also A, ein finanzieller Aspekt natürlich. B, können wir das natürlich, das heißt, wir haben das Fachwissen und irgendwo ist es ja auch ein ethischer Aspekt. Also wenn man schon ein Tier tötet, dann sollte man auch schon wirklich alles verarbeiten und nicht irgendwas in den Müll schmeißen. Vor 20 Jahren hat Familie Rechtenwald angefangen, auf Bio umzustellen. Michaels Bruder betreibt die eigene Bäckerei. Den Seekrug haben sie von ihren Eltern übernommen. Die Familie engagiert sich gegen den Klimawandel. Denn hier an der Wasserkante spüren sie seine Folgen drastisch und unmittelbar. Michaels Art zu kochen
ist auch Politik. Hier werden heute Abend über 200 Gäste verköstigt. Und zwar ausschließlich mit regionalen Bioprodukten. Weil die auf Langeoog kaum zu kaufen sind, machen sie hier fast alles selber. Das sind jetzt Dinkelnudeln und das Getreide, das kommt hier aus Ostfriesland, vom Biobauern aus der Krummhörn und wird in einer Mühle in Friedeburg gemahlen und dann kommt das Mehl zu uns und dann machen wir Nudeln aus. Das ist also ein sehr regionaler Kreislauf, das Ganze. Weil sie nicht auf vorgefertigte Produkte zurückgreifen, ist Kochen hier solide Handarbeit, für die man viele Leute braucht. Michael beschäftigt 5 ausgebildete Köche. Jeder hat sein Aufgabenfeld, aber der Chef hat überall seine Augen. Also mal an in die Makrelen. Nehmen wir mal oben welche runter. Ja, ich hole mir ein Messerchen, dann kriege ich die mit sauber. Andreas kennt Michael schon seit 30 Jahren. Ja, er ist eigen und er hat auch einen Spleen, aber durchaus auf eine sympathische Art und Weise, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber man muss ihn schon so nehmen wissen, aber ist okay. Mann, das steht alles in deinem Zeugnis. Um sowas zu machen wie wir hier, Andreas ist ja mit dabei, da musst du schon eine Macke haben. Ja, aber ich habe ja hier ein eingeschworenes Team voller positiv Verrückter. Ja. Die wollen alle in der Regel nicht mehr woanders arbeiten, weil das ist echtes Handwerk, was wir hier noch machen. Das ist halt echt unser Beruf und nicht irgendwie Tüten aufschneiden und anrühren. Kartoffelpüree mit ordentlich Knoblauch. In der Größenordnung eine Schufterei. Dani, wer schwitzt jetzt von uns beiden, du oder ich? Beim Püree machen. Du machst gut. Gani kommt aus Albanien und macht bei Michael eine Ausbildung zum Koch. Der Chef achtet sehr auf die Körperertüchtigung seiner Mitarbeiter. Das ist mein Fitnessprogramm dann sozusagen. Wir werden hier gleich ordentlich Kalorien verlieren. Ja, und abends drückt mir jeder von meinen Köchen einen Zehner in die Hand für Fitnessstudiogebühr und dann gehe ich nach Hause. Nachhaltigkeit spielt bei vielen Langeoogern eine wichtige Rolle. Und den Gästen wird gerne gezeigt, wie schützenswert die Natur im Nationalpark ist. Okay, moin zusammen erstmal. Wie heißt das? Moin. 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 Fahrradverleiher Per Agena macht jede Woche eine geführte Fahrradtour über seine Heimatinsel. Alle dabei? Habt ihr alle Lust? Wir sind so ungefähr 2 Stunden unterwegs. Und ich zeige euch hier ein paar schöne Stellen auf der Insel. Wer vorne fährt, wichtig zu wissen für alle, ist auch Geschichtenerzähler. Also überlegt euch das gut, ob ihr mich überholt. Ich liebe das Leben hier. Ich bin nie weg gewesen. Ich bin immer hier gewesen auf Langeoog, außer mal im Urlaub. Und darum finde ich das schön, wenn man den Gästen ein bisschen was über die Entstehung der Inseln, über Hintergründe von Langeoog und so erzählen kann. Moin! Folgt mir unauffällig. Pers Führung geht in den Westen der Insel. Hier liegt Langeoogs Wald. Der ist für eine Nordseeinsel ungewöhnlich groß und hat eine ganz besondere Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde auf Langeoog ein Militärflugplatz gebaut. Die Zubringer zur Landebahn bilden heute noch Straßen und Wege. Hier machen wir nochmal Halt. Alles das, was hier Wald ist bei uns, ihr lacht vielleicht, wenn ihr das Wort Wald hört, weil ihr kennt andere Wälder, ist früher im Krieg Militärflugplatz gewesen. Das ist eine ziemlich große Fläche, die ist so ungefähr 150 Hektar groß. Der Flugplatz wurde nach dem Krieg umgepflügt und mit über 30.000 Bäumen bepflanzt. Hinterm Wald führt der Weg Richtung Flinthörn. So heißt ein artenreiches Naturschutzgebiet im Südwesten der Insel. Zu Fuß geht's auf die Weiße Düne. So nennt aber nur Peer diesen Ort. Okay, hier sind wir bei einem meiner Lieblingsflecken angekommen. Wenn ihr jetzt mal drauf achtet, hier bringt der Küstenschutz, der ja für die Deiche und für die Dünen zuständig ist, alle Nase lang mal so ein paar Fuder von Heu auf. Früher waren diese Dünen hier, das war die meistgefährdetste Stelle von Langeoog. Ja, die waren vielleicht nur halb so hoch. Und die sind immer mehr angewachsen dadurch, dass immer mehr Strandhafer gepflanzt wurde und vor allen Dingen, dass dieses Heu hier aufgetragen wurde. Von hier bis zur Nachbarinsel Baltrum sind es nur 1,5 Kilometer.
Wenn ich morgens zum Strand gehe und bin ganz alleine und ich gucke so Richtung Baltrum, ich höre die Vögel, die Sonne und das ist wirklich, also das ist echt ein Traum. Das mache ich gerne mal für eine halbe Stunde und dann habe ich die Akkus aufgeladen und dann kann es losgehen. Sie radeln weiter über den Flinthörndeich Richtung Hafen, am Anleger vorbei und durch den Wald zurück. Und immer hat Per was zu erzählen. Und es ist jetzt sehr angenehm, hier durch den Wald zu fahren. Ich mache das total gerne, diese Tour, nur das ist auch echt anstrengend. Ja? Ich plapper das nicht nur so runter, sondern ich denke mir da auch was bei. Wenn ich nach Hause komme, gebe ich mir Redeverbot, dann gibt es Mittagessen und dann rede ich erst mal eine halbe Stunde nicht und anschließend mache ich Mittagsstunde und schlafe mal eine halbe Stunde. Und weil die Urlauber auch abends unterhalten werden wollen, hat Peer heute noch einen Termin. So viel wie möglich draußen sein. Das ist Sommer auf Langeoog. Viele bleiben auf dem Weg vom Strand bei den bunten Buden hängen. Die Holzhäuser wurden 2017 gebaut und sollen an die Helgoländer Hummerbuden erinnern. Der Fahrradparkplatz ist auch Treffpunkt für freche Vögel. Auf Langeoog machen sie in der Hochsaison jeden Abend was los. Fahrradverleiher Per Agena hat eine Verabredung im Haus der Insel. Palim, Palim. Heute tagen hier die Herren vom Shanty-Chor de Flinthörners. Gleich ist Auftritt. Vorher gibt's Bier und reichlich Sprüche. Du rasierst halb verblutet. Raimund ist übrigens gerade Schützenkönig geworden. Deswegen trägt er heute Zielscheibe. Ansonsten gehen sie als Piraten. Einen Herrenabend pro Woche gönnen sie sich. Auch mitten in der Hochsaison. Geht noch so gerade, ne? Manchmal wird es schon ganz schön eng, ne? Weil wir bauen ja auch die Bühne noch auf und so. Dazu brauchst du auch immer ein bisschen Zeit. Und viele von uns sind selbstständig. Und dann geht das auf den letzten Drücker noch. Aber es ist auch schön. Ist eine schöne Unterbrechung so. Und ich singe gern. Wir alle singen gerne, sonst würden wir das ja gar nicht hier machen. Vielleicht ist Ralf ein bisschen der Star der Truppe. Die Chefin ist jedenfalls Puppa, die einzige Frau hier. Sie kommt jede Woche extra vom Festland, um ihre Jungs zu begleiten. Ihre Show sorgt auch dafür, dass die Urlauber abends unterhalten werden. Dafür geben sie richtig Gas. Wow, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man das hingekriegt hat. Und die Leute sind glücklich, ja? Die haben alle Spaß gehabt jetzt. Und wir auch. Jetzt räumen wir die Bühne ab und dann feiern wir noch ein bisschen. Yeah, haul on the bowl and the ship is gonna roll in the bowl. Haul on the bowl in the bowl in the bowl. Yeah, haul on the bowl and the ship is gonna roll in the bowl. Haul on the bowl in the bowl in the bowl. Yeah. Der Chor ist nicht nur das Singen, der Chor ist viel mehr als Zusammenhalt. Wir leben zusammen, wir begleiten uns und wir helfen aneinander, auch über die Musik hinaus. Wir gehen einfach zusammen durchs Leben und das ist ein schönes Gefühl. Ganz wichtig für die Gemeinschaft ist die Haifischbar unter der Bühne. Hier darf nur her, wer eingeladen wurde. Nach jedem Auftritt gibt's ostfriesische Schwarzbrot mit Mett.
Das bringt die Chorchefin extra vom Festland mit. So wie ich immer bin. Aber du wirst hier nur am Essen. Nur am Essen. Das macht auch den Shantychor für uns so ein bisschen aus, dass wir hier entspannen können nach dem Auftritt. Und dann haben wir hier noch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Spaß bei Wein und Gesang. Die Nächte im Hochsommer sind auf Langeoog kurz. Und einige Insulaner starten besonders früh in den Tag. Öcker, guten Morgen. Sie fahren, ja, habe ich auch heute mit eingeplant. Hanna Öcker führt das größte Reinigungsunternehmen der Insel. All diese Schlüssel gehören zu Ferienwohnungen, die heute geputzt werden müssen. Wann die Gäste ihr Urlaubsdomizil verlassen und Hannas Leute starten können, erfährt sie oft erst kurzfristig. Gut, dann können wir zumindest den Wäschetransport schon vorverlegen. Alles klar. Dankeschön. Bitte und tschüss. Wir bitten immer darum, dass man uns einen Tag vorher benachrichtigt, wann verlassen Sie die Wohnung, damit ich optimal planen kann. Der Herr hat jetzt Bescheid gesagt, dass er um 8.20 Uhr die Wohnung verlässt. Jetzt habe ich aber die Einteilung für spät vorgenommen. Jetzt lasse ich das aber auch so. Sie machen die Schlüssel, ich komme gleich, helfe Ihnen bei den Eimern. Heute ist großer Wechsel. Viele Gäste reisen morgens ab und genauso viele Frische reisen nachmittags wieder an. Bis dahin müssen die Ferienwohnungen wieder picobello sauber sein. Braucht man diese beiden Fahrräder heute? Ja, die Eins. Die Eins. Für 30 Damen wird hier akribisch der Arbeitstag geplant. Jede Mitarbeiterin hat ihr eigenes Fahrrad, ist halt auf die Größe der entsprechenden Mitarbeiterin groß, klein eingestellt. Oder auch, was ist es für ein Fahrrad? Ist es ein sportliches? Ist es eher etwas vom tieferen Einstieg her, damit sie uns alle auch sicher am Arbeitsplatz ankommen? Aber nicht nur die Fahrräder werden perfekt vorbereitet. Holen Sie Ihren Zettel? Ja, ich habe meinen Zettel, meinen schlauen Zettel. Es gibt für jede Mitarbeiterin ein persönliches Putzset. Wenn die jetzt alle noch einen festen Parkplatz hätten, wäre es noch einfacher. Ja. So, da haben wir die Tasche von Frau Plaisir. Alles drin? Ja. Fehlen nur noch die Damen. Und die kommen größtenteils mit der Fähre vom Festland. Boah, ist kalt. Windig. Ja, frisch, frisch. Elfriede Plaisir pendelt seit 17 Jahren zum Arbeiten nach Langeoog. Heute ist noch ihre Tochter dabei, denn jede Hand wird gebraucht. Die beiden kommen von der ostfriesischen Küste. Zusammen mit ihren Kolleginnen haben sie die erste Fähre um 6.45 Uhr genommen. Am Anleger steigen sie immer ganz vorne ein. Das spart im Dorf Weg und Zeit. Wir sagen schon immer, der erste Wagen müsste normalerweise nur für die Arbeiter da sein, weil die Arbeiter meistens immer alle nach vorne gehen. Viele Frauen sind bei der Inselreinigung ganzjährig festangestellt. Einige von ihnen kommen schon in der zweiten Generation. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gesagt, Sie müssen heute schneller arbeiten, richtig? Frau Siemens? Hanna Öcker nennt ihre Mitarbeiterinnen ostfriesische Perlen. Ich schätze meine Damen sehr, sehr, sehr. Meine ostfriesischen Perlen, da lasse ich nichts drauf kommen. Ich meine, nicht umsonst Raumpflegerin, putzen wird leicht mal abfällig gesagt, auch manchmal gemeint. Und das kommt für uns nicht in Frage, weil sie für uns das Wichtigste hier in dem Betrieb sind. Drohnen habe ich nicht. An so heftigen Tagen wie heute sind sie in gut eingespielten Zweierteams unterwegs. Elfriede Plaisir arbeitet am liebsten mit Mechtelt Bechtel. Die Verkehrssituation haben die beiden auch auf dem Schirm. Das wird voll wieder auf den Straßen. Ja. Kann man wieder zickzack fahren, weil die wieder alle nicht Fahrrad fahren können. Und nicht die Fußgängerwege benutzen. Ja, genau.
Oh, die Fenster sehen noch schön aus. Oh oh. Also, Fenster putzen. Rinn. Jupp, und warm in der gute ja, Stube. Warm ist es. Schön. Okay. Ja, alles hier. Elfis erster Blick gilt immer der Geschirrspülmaschine. Ist die noch voll dreckigem Geschirr, bekommen sie schnell ein Zeitproblem. Oh je, yeah. Ja. Abgezogen? Ja. Okay. Sie haben ein großes Haus erwischt. 3 Schlafzimmer, 2 Bäder und jede Menge Wäsche. Die holen ihre Kollegen später ab. Runter kommen wir immer. Hä? Runter kommen wir immer. Ja. Mechthild ist eine der wenigen Mitarbeiterinnen, die auf der Insel wohnen. Sie hat diesen Job angenommen, weil sie Langeoog liebt. Herablassend behandelt, weil sie nur Raumpflegerin ist, wurde sie hier noch nie. Also Leute, die hier arbeiten, schon mal gar nicht, weil die wissen auch, was das heißt. Die kennen das einfach, das ist eine Urlaubsinsel hier, man lebt davon. Und das ist super, wenn man das macht. Ich denke halt auch, also ohne saubere Zimmer, ohne saubere Häuser kann man nichts vermieten, oder? Das ist eigentlich so die Basisarbeit, ja. Die Basisarbeit birgt auch unangenehme Momente. Die nimmt Mechthild Bechtel aber eher gelassen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist für mich schon ein bisschen grenzwertig hier. Ja. So, wa? So ein bisschen, ja. Aber okay. Das ist nicht immer so. Man kann ja auch Handschuhe anziehen, wenn man will. Auch wenn einige Gäste sich als Schmutzfinken entpuppen, der Anspruch in Sachen Sauberkeit ist hoch. Man wird ein bisschen pingelig. Man hat auch immer Angst, dass die Gäste dann irgendwie was sehen oder so und sich dann beschweren. Also man wird schon ein bisschen pingelig. Ich sage ja immer, die Ferienhäuser sind sauberer, als man selbst zu Hause ist. 2 bis 3 Stunden sind für ein Zweierteam für so ein großes Ferienhaus eingeplant. Willst du denn gehen, Elfi? Ja. Ja, Spaß liegt jetzt nicht unbedingt in der Arbeit. Ja, wirklich eher so im Drumherum, oder? Ja. Wenn es ein schöner Tag ist und man fährt ein bisschen rum und hat hier eine Wohnung, da eine Wohnung, es läuft alles gut, dann gehe ich auch zufrieden nach Hause. Ja. Schönes Leben haben wir hier. Na, was macht die Elli? So, Fenster fertig, wa? Die beiden Damen müssen weiter. Die nächste Wohnung wartet schon. Und im Fischladen herrscht jetzt großer Andrang. Wer dann? Moin. Seelachsfilet. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Den Rest oder wie viel? Ungefähr 300 Gramm. 300 Gramm. Also für eine Person? Nein. Das reicht nur für 2 Personen, wenn eine Person nicht mit ist. Das stimmt ja gar nicht. Ohne Spruch gibt's bei Sven keine Ware. Das Gros unserer Kunden, die haben Urlaub, die freuen sich, die sind nett. Und da kann man das machen. Du hast jeden Tag hast du irgend so einen Miesepeter drin. Nee, der sollte sowieso lieber zu Hause bleiben und da den Kid aus dem Fenster fressen. Aber eigentlich geht das mit diesen Kunden. Und da brauchst du dir keine künstliche Mühe geben, um freundlich oder nett zu sein. Das ist so. Das läuft von Sülm, sagt man, ne? In der Hochsaison verbrauchen sie hier 1,5 Tonnen Fisch pro Woche. Sie räuchern selber. Und auch ihre Salate sind aus Eigenproduktion und schwer begehrt. Wie sieht's aus mit Heringstück? Fertig. Ist fertig. Zusammen mit dem Werkzeugmacher Gerd hat Sven 1984 den Laden eröffnet. Ja, so, wir haben den ganzen Quatsch mal angefangen. Ja, unter Alkoholeinfluss, das muss man sagen. Da muss ich hin, Mädels. Als wir damals angefangen haben, Gerd und ich, da hatten wir wirklich keine Ahnung. Dann haben wir Seezungen gehabt, die müssen abgezogen werden, die Haut kann man nicht essen. Dann haben wir uns da gequält, dann kam so ein alter Insulaner, guckte, wie mag die das denn, das mag ich so und so. Stunde später kam ein anderer Insulaner, wo mag die das denn, das mag man anders, da muss man von 5 nach 8 trinken.
Also mussten wir dann aus diesen 5 Insulanern, die uns das gezeigt haben, das rausfinden. Und Gerd konnte später eine Seezunge in 7 Sekunden abziehen. Hermann ist hier der Räuchermeister. Er räuchert auf die traditionelle Art im Holzofen. Das ist aufwendig, garantiert aber die Haltbarkeit der Fische. Wie sieht's aus? Oh, sieht schon mal gut aus. Sven und seine Leute fahren hier eine ganz eigene Firmenphilosophie. Ja, gucken. Hast du schon alles draußen? Alles draußen. Alles draußen. Also die Qualität, die steht an oberster Stelle. Das funktioniert so. Wir versuchen, die beste Qualität zu liefern, die es geht. Und dann gucken wir, was das halt kosten muss. Also das Ding wird nicht umgedreht, dass wir versuchen, irgendwas günstig herzustellen mit günstiger Rohware. Das läuft nicht, dann kommen die Menschen nicht wieder. Ne? Du hast auch noch nie jemanden lokal empfohlen, da müsst ihr mal hingehen. Das schmeckt zwar total scheiße, aber es ist billig. Sie verkaufen nicht nur Fisch vom Kutter. Dafür brauchen sie zu viel Ware. Und einige Kunden müssen auch noch an das Thema Fisch herangeführt werden. Das ist ein Aal. Wow. Ein Aal? Wo siehst du denn einen Aal? Da, wo ist das? Ja, das ist hier ein ostfriesischer Stückaal. Ja. Echt? Die brauchen gar keinen Kopf, die schwimmen in Stücken, ja, in der Gegend umher. Das weißt du alles? Magst du Aal denn überhaupt? Nein. Nein, ne? Was magst du denn überhaupt? Fischfrikadellen? Ja. Mögen alle Kinder, wusstest du das? Also genau genommen 120% der deutschen Kinder mögen Fischfrikadellen. Ja, es ist erstaunlich, ne? Hinter der Theke steht zurzeit fast die ganze Familie Klette. Svens Frau macht außerdem die Buchhaltung. Sohn Lars soll den Betrieb hier mal übernehmen. Hier muss es laufen. Hier kommt jetzt das Geld rein und da kann man nicht den Kunden sagen, nö, tut mir leid hier. Ja, es sind 8 Monate. Ja. Knapp und 4 Monate. 4 Monate ist dann Winterpause. Dann hat man Zeit, sein Geld zu verdienen. Weiter, genau. Das Leben an der Küste ist hart, aber ungerecht. Ach, das kriegen wir schon alles hin. Das ist alles wunderbar. Wir haben ja auch die schönste Insel überhaupt. Wer hat das schon? So. Ne? Wer raus will aus dem emsigen Saisontrubel, findet auf Langeoog immer ruhige Flecken. Am Ostende der Insel ist es oft menschenleer. Man kann die Nachbarinsel Spiekeroog sehen. Und bei Hochwasser ruhen sich auf der Sandbank davor Seehunde und Kegelrobben aus. Tiere fühlen sich hier ungestört. Auf Langeoog brüten knapp 85 Vogelarten. Dazu kommen viele Zugvögel. Auf den freien Flächen fühlt sich auch der Feldhase wohl. Und auf den Wiesen des Nationalparks wird schon wieder ordentlich geschuftet. Reiterhofbesitzer Mark hat angefangen, sein Heu zu pressen. So, jetzt kannst du hinflitzen. Flitz hin. Den kann Papa nicht mitnehmen. Komm her, mein Kleiner. Ja, heute Morgen habe ich es entschieden. Wir haben heute Mittag, hatte ich das nochmal gewendet. Und dann hatten wir jetzt nur noch 4-5 Stunden Sonne. Also habe ich gesagt, der muss es heute weg. Weil wir wissen ja nicht, wie es morgen wird und es ist ja doch ein bisschen unbeständig, das Wetter im Augenblick. Also daher so schnell wie möglich reinholen. Sie behalten alle Pferde im Winter auf der Insel und brauchen viel Heu. Das ist schon wichtig und das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Wenn man vom Festland zukaufen muss, allein die Frachtkosten, das Heu zu kaufen, macht natürlich schon entscheidend was aus. Abgesehen davon, dass man natürlich die Qualität nicht kriegt. Die Qualität ist natürlich hier, wenn man es selber macht, am besten. Dann hat man die Kontrolle drüber und weiß ganz genau, wie man es haben möchte. Was waren das, 25? Und wieso? Oh, ein paar mehr, ne? Ja, ich hab einmal kurz. Es sieht gut aus mit der Heuernte. Und Kirstin plant heute noch einen Ausritt an den Strand. Im Dorf geht's derweil weiter in Sachen Sauberkeit. Die ostfriesischen Perlen kämpfen mit dem Straßenverkehr. Man kann wieder zickzack fahren hier.
Hier läuft schon wieder alles kurz und quer. Jawohl. Wir auch nicht. Ja. Da muss man sich seinen Weg suchen. Ja. Durch die Massen. Genau. Aber wir schaffen das. Ja. Okay, die nicht durch die Fußgängerzone. Nee, dann irgendwie brauchen wir nachher wieder länger. Wir müssen nur schieben. Vorsicht. So. Ja, das ist eine Straße. Dankeschön. So. Was sie in einem Urlaubsdomizil erwartet, wissen sie vorher nie. Nee, das ist immer Überraschung. Das macht's ja so spannend. Sie haben eine ausgeklügelte Aufgabenteilung. Die klappt mittlerweile ohne Absprache. Eigentlich liegen sie gut in der Zeit. Aber dann gibt's plötzlich eine Überraschung. Hallo, guten Tag. Ganz kurz, wir können unsere Sachen zufälligerweise schon irgendwo reinstellen. Ist sie sind es etwas noch zu früh da. Aber ja, sie sind ein bisschen sehr zu früh da. Ja. Ich weiß, aber... Die nächsten Gäste. Viel zu früh. Die Leute sind mit dem Eigentümer des Ferienhauses verwandt. Sie kennen sich aus und parken die Koffer erstmal im Schuppen. Bei einigen Gartenbewohnern herrscht jetzt Aufruhr. Die Gäste nehmen die Sache eher gelassen. Man kann ja nicht einfach dazwischen aufkreuzen und einfach sagen, jetzt hier bin ich, jetzt räumen Sie mal das Feld. Außerdem ist das Haus ja sowieso, glaube ich, erst um 16:30 angemietet. Also wir sind da jetzt einfach spontan reingekommen. Elfriede und Mechthild beeilen sich jetzt mächtig. Ja, man steht ein bisschen unter Druck dann, weil die auch hier gerne rein wollen. Wir sind ja fast fertig, ich finde es jetzt nicht so schlimm. So, Feierabend. Der Samstag ist geschafft. Der Samstag ist gelaufen. Yeah. Ja, Feierabend. Das geht wie Honig runter. Feierabend. Ein Samstag in der Hochsaison hat bei Elfi schon mal 12 Stunden. Man ist geschafft, was man den ganzen Tag getan hat. Also man ist platt. Und man ist froh, dass wenn man zu Hause ist und die Füße hochlegen kann. Trotz all der Mühen, Elfi liebt ihren Arbeitsplatz auf der Insel. Für sie ist es so genau richtig. Zurück in den Seekrug. In der Küche ist Michael Rechtenwald mit seiner Crew schon am Wirbeln. Seine Schwägerin leitet den Service. Sie erwarten heute gut 200 Gäste und sind restlos ausreserviert. Zu zweit? Ja. Und sonst zum Tisch 29. Ein Pirat weitermacht, zwei ein Kinderschnitzel mit Kroketten. Eine Finkengans mit Brazza. Hauptgang Brust dazu. Finken noch nicht rein. Ja. Hauptgang auch? Hauptgang Tischteller ist abgerufen, der kann rein. Dazu geht Nudelnhack. 200 Menüs sollen hier heute rausgehen. Das sind rund 600 Teller Essen. Alles aufwendig gekocht in Bio-Qualität. Du hast ein Essen und von ihm kommt der Fisch, von ihm kommt die Beilage, da kommt das Fleisch und von ihr kommt vielleicht der Salat. Das muss ja alles zusammen raus. Und dann hast du 4 Essen vielleicht an einem Tisch oder 6. Das heißt, du musst dann irgendwie 24 Sachen gleichzeitig fertig haben. Das heißt, vorne muss einer sitzen und stehen und quatschen. Oder Kommandos schreien oder wie auch immer, ne? Damit es funktioniert. Sonst geht's ja nicht. Vor allem der frische Nordseefisch steht hoch im Kurs. Abgerufen sind 3 Schollen filiert mit dem Steinbutt, einer Makrele, die Makrele kann rein, und 2 Rinderbraten. Der Auszubildende Ghani aus Albanien ist heute für den Fisch verantwortlich. In Michaels Betrieb arbeiten 7 Nationen zusammen. Wenn wir hier keine Migranten hätten, dann könnten wir abschließen. Also, wir sind stolz darauf, dass diese Leute aus Rumänien, aus Ungarn, aus was weiß ich nicht, aus Georgien, ihre Familien zu Hause lassen, um hier kräftig zu arbeiten, viel Geld zu verdienen und sich diesen Stress antun. Das muss man sich mal vorstellen. Ich würde jetzt nach Georgien gehen und sollte da morgen kochen, ohne irgendein Wort zu verstehen. Das ist eine immense Leistung, die diese Leute auf sich nehmen. Und für unser Team ist das eine totale Bereicherung.
Ja, wir machen jetzt Steinbutt, 3 Schollen filiert zu Rinderbraten. Bei Michael kostet ein Hauptgericht um die 22 bis 23 Euro. Er kriegt noch Seezunge, etwas kleiner. Damit ist er nicht viel teurer als die anderen Inselrestaurants. Aber in seiner Bio-Küche geht es ja auch nicht nur um den Umsatz, sondern um nichts weniger als die Rettung seiner Heimatinsel. Das ist meine tiefste persönliche Überzeugung, dass das das Richtige ist. Ja? Also guck mal, wir leben hier mitten im Nationalpark. Ja? Aber alles, was irgendwo im Festland aufs Feld geschüttet wird, das kommt ja am Ende des Tages irgendwo hier in der Nordsee an, also bei mir zu Hause vor der Haustür. Und dann musst du da, irgendeiner muss ja anfangen. Und zu sagen, es geht so nicht weiter, ich will den Scheiß nicht vor der Haustür haben. Menü Brust, Menü Gulasch, zum Hauptgang 2 Finken filiert. Die Liebe zur Natur und zu ihrer Insel eint die Langeoger mit ihren Gästen. Im Dünental unter dem Wasserturm trifft man sich seit Generationen zum Singen. Eine Nummer zeigt an, welches Lied aus dem Langeoger Liederbuch als nächstes dran ist. Ein Ritual. Für die meisten gehört es einfach zum Langeoog-Gefühl. Die Schönheit der Inselnatur zu genießen, das geht besonders gut vom Pferderücken aus. Ein Strandritt ist sogar für die Vierbeiner immer etwas Besonderes. Also ab der Düne hoch, wenn wir nachgegurtet haben, die wissen ganz genau, wo es lang geht. Und dann gehen die Ohren nach vorne und dann geht es direkt so, los geht's. Die Pferde müssen das wirklich lernen. Es ist erstens die Weite, die man natürlich hat, wenn man an den Strand runterkommt. Es ist irre viel Platz, es gibt keine Begrenzung. Die müssen ihr eigenes Gleichgewicht finden. Naja, und dann das ganz Besondere ist natürlich das Wasser. Und das ist ja nicht fest, es kommt und es geht. Wer auf Langeoog lebt, der hat im Sommer wenig Zeit und viel Arbeit. Und erlebt Momente wie diese, die alles wieder wettmachen. Pure Lebensfreude. Bei so einem Wetter, so einem Strand, so schöner Boden und noch Wasser dazu, traumhaft. Also wenn man so dieses Geräusch hat von den Hufen auf dem harten Boden und dann noch teilweise durch das Wasser durch und es spritzt so hoch. Und die Pferde haben richtig Spaß. Also man muss wirklich nur so ein bisschen einmal kurz schnalzen und die ziehen los. Da vergisst man alles andere. Wer einmal hier war, kehrt immer wieder. Wer hier lebt, will nie wieder weg. Aus Liebe zu Langeoog.